In den 80ern finanziert ein japanischer Fernsehsender die Restaurierung der Sixtinischen Kapelle. Danach erstrahlt sie in leuchtenden Farben und zeigt Körperteile, die später von der päpstlichen Zensur wieder überdeckt werden. Ein Streit bricht aus. Was ist wichtiger? Das Original oder das zeitgenössische Werk? Die Kunst oder die Moral? Jetzt 1512. Papst Julius II. Weiht das Deckengemälde der Sixtinischen Kapelle von Michelangelo ein. In 20 Meter Höhe, 40 Meter lang zeigt es Szenen aus dem Alten Testament mit 366 Figuren. Muskeln, Rücken, Gesäße, Finger. Der damalige Neuplatonismus ermöglichte die Koexistenz von christlichen Themen und der antiken Nacktheit mit Zustimmung des Papstes. Michelangelo setzt in seinen Motiven vor allem Körper in Szene. Das bekannteste ist die, in der Gott in seiner seidigen rosa Tunika den ersten Menschen erschafft, im Adamskostüm, klar. Dann kommt der Sündenfall, bei dem Adam und Eva sich ihrer Nacktheit bewusst werden, nach dem Verzehr der verbotenen Frucht. Der Baum teilt die Szene in Vorher und Nachher. Vorher lebten sie unschuldig im Garten Eden. Und man fragt sich, was sie da taten, bevor die Schlange Eva dazu antrieb, ihren Kopf zu drehen. Nachher, der Engel vertreibt sie aus dem Paradies. Sie schämen sich und verstecken ihr Gesicht. Scham wird offensichtlich subjektiv. Etwas weiter die Trunkenheit Noahs, weniger bekannt. Als Noah nach der Sintflut wieder an Land gehen kann, macht er als erstes den Boden nutzbar. Er pflanzt Reben und stellt Wein her. Manchmal trinkt er auch zu viel davon. Wie an dem Tag, als seine Söhne ihn finden, volltrunken und nackt. Sie sind schockiert und wollen ihn eilig bedecken. Wobei das bei Michelangelo etwas absurd erscheint. Wie soll dieses schmale blaue Band irgendwas bedecken? Und abgesehen davon sind die Brüder, die sich zärtlich umschlingen, ebenso nackt wie ihr Vater. Ebenso wie die dekorativen Elemente in den vier Ecken des Gemäldes. Junge, zerzauste Männer mit Eicheln-Girlanden. Das macht den Kohl auch nicht mehr fett. Wir sollten nicht alles hinterfragen, denn damit verlieren wir das Wichtigste aus den Augen. Am Anfang waren wir im Garten Eden und bei Michelangelo nackt und aßen sicher mehr als 5 Stücke Obst am Tag.